Am 21. Oktober verschlägt es uns endlich wieder in das virtuelle Gotham City. Diesmal ist allerdings einiges anders. Weder übernehmen wir die Rolle von Batman, noch haben die Arkham-Macher von Rocksteady etwas mit dem Spiel zu tun. Diesmal sind die Entwickler des Arkham-Spin-Offs Origins verantwortlich. Der Titel ist kein Action-Adventure, sondern ein Action-RPG. Und wir können uns zwischen gleich 4 spielbaren Helden entscheiden, die sich allesamt in ihren Fähigkeiten unterscheiden. Zudem kann das komplette Abenteuer online im 2-Spieler-Koop bestritten werden. Auf dem Papier klingt das alles ziemlich gut. Bis zuletzt gab es allerdings kaum Infos oder Gameplay-Einblicke zu Gotham Knights. Jetzt ist aber Schluss damit. Wir besuchten das Team von Warner Bros. Montreal in ihrem Studio, plauderten mit den Entwicklern und durften das Spiel auf der PS5 etwa 2,5 Stunden lang anzocken und dabei selbst Gameplay aufnehmen. I'm going out. I'm not gonna sit and wait for. Widmen wir uns erstmal der Story-Prämisse von Gotham Knights. Und die ist simpel, aber durchaus interessant. Batman ist tot. Der Dunkle Ritter wurde ermordet. Er kommt auch nicht zurück. Batman ist unwiederbringlich tot, stellt Creative Director Patrick Redding auch schon bereits bei unserer Begrüßung klar. Für die Schützlinge der Fledermaus bricht dementsprechend eine Welt zusammen. Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood schwanken zwischen Trauer, Unverständnis und Wut, haben aber überhaupt keine Zeit, ihre Gefühle zu verarbeiten. Das Ableben Batmans spricht sich unter den Schurken Gotham Cities natürlich auch schnell rum. Fieslinge wie der Pinguin, Harley Quinn oder Clayface versuchen also, die scheinbare Schutzlosigkeit Gotham Cities zu ihren Zwecken auszunutzen. Zu allem Überfluss steht die Polizei ohne Jim Gordon den Helden auch noch skeptisch gegenüber. Die Cops sehen ihre Chance gekommen, sich aus dem Schatten Batmans zu lösen und auf ihre Weise für Recht und Ordnung zu sorgen. Auf den Straßen Gothams tobt daher ein Krieg zwischen aufmüpfigen Gangs und Polizisten und den Bewohnern bleibt quasi nichts anderes übrig, als abzuwarten, wer schlussendlich siegen wird. In der direkt nach dem Tutorial frei erkundbaren offenen Welt gilt es, Bürger vor Gangstern zu retten, Cops und Verbrecher zur Raison zu bringen und allerlei bekannten Schurken auf die Schliche zu kommen. Über all dem steht aber natürlich noch die Suche nach Batmans Mörder. Schritt für Schritt kommen die Knights dem Geheimnis immer näher und sehen sich schließlich mit einem Geheimbund konfrontiert, der Comiclesern bestens vertraut sein sollte. Näher gehen aber weder die Trailer noch die Entwickler auf den Court of Owls ein und auch während unserer Anspielsession erhielten wir keine großen Einblicke in die Hauptstory von Gotham Knights. Better get this back to the Belfry. Vielmehr machten wir nach dem Tutorial einen Sprung und folgten danach der Nebengeschichte rund um Harley Quinn. Laut der Entwickler sind sämtliche Nebenstories optional. Nur der Auftakt der Harley Quinn Quest-Reihe ist fest in den Ablauf der Hauptgeschichte integriert und dient quasi als Tutorial für die Nebenmissionen im Spiel. Hier konnten wir dann auch direkt sehen, dass Gotham Knights nicht einfach bekannte Schurken auflaufen lässt, um sie irgendwie im Spiel zu haben, sondern eigene kleine Geschichten erzählt. You really can't ever do anything the easy way, can you, Harley? Im Gegensatz zum furchtbar öden Birds of Prey-Film erleben wir hier tatsächlich die Emanzipation von Harley Quinn. Ohne den Joker lernt sie, ihren eigenen Weg zu finden und dabei ihre Talente richtig einzusetzen. Als ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Quinzel versteht sie es, Menschen für ihre Zwecke zu manipulieren und entpuppt sich dadurch als ernsthafte Gegenspielerin. Enough with the games, Harley. As if. This has been in the works since Blackgate. Welcome to my party! She just... Yep, she hung up. Doch. Wie ist Gotham Knights nun strukturiert? Im Grunde genommen funktioniert das Action-RPG wie so ziemlich jedes andere Open-World-Spiel. Wir bewegen uns durch die Spielwelt und können uns dort entscheiden, ob wir die Hauptstory verfolgen oder lieber Nebengeschichten spielen. Oder zufällige Verbrechen stoppen oder uns anderen Aktivitäten widmen. Ein bisschen anders ist der Titel von Warner Bros. Montreal dann aber doch. Im Gegensatz zu den Arkham Games spielt Gotham Knights nämlich nicht nur während einer einzigen Nacht.
Nachts verfolgen wir die Story, stoßen auf neue Nebenmissionen und ermitteln bis zu einem gewissen Punkt. Ist dieser Punkt erreicht, sagt uns der von uns gewählte Protagonist Bescheid, dass es wohl besser sei, nun zum Glockenturm, dem Hauptquartier der Knights, zurückzukehren. Selbstverständlich müssen wir das nicht, sondern können auch weiterhin in Gotham Verbrechen aufklären. Aber mit der Hauptstory geht es dann erstmal nicht mehr weiter. Kehren wir in den Glockenturm zurück, wird es Tag und wir sehen dann, wie die Helden die gesammelten Hinweise zusammentragen und analysieren. Ist das geschehen, können wir theoretisch direkt in die nächste Nacht starten und weiterspielen, aber dann würden wir doch einiges verpassen. So können wir beispielsweise die anderen Helden anquatschen und werden so mit Zusatzinformationen oder auch ganz einfach amüsanten Dialogen belohnt, die uns die Charaktere etwas näher bringen. Doch auch wichtigere Funktionen befinden sich im Hauptquartier. So können wir auch die Gadgets von Batman analysieren und dadurch neue Fähigkeiten freischalten. Zudem empfiehlt sich die Nutzung des Bat-Computers, denn dort können wir unseren Charakter mit den während der Nacht verdienten Skillpunkten aufleveln. Hier schalten wir dann, je nach Charakter, stärkere Angriffe, verbesserte Tarnung oder gar gleich neue Spezialattacken frei. Das ist jedoch noch nicht alles, denn am Computer des Fledermausetoten Flattermanns dürfen wir ebenfalls unsere Rüstung mit gesammelten Materialien verbessern und verändern. Auf den ersten Blick wirkt das Crafting-System recht simpel. Neben den ganzen Verbesserungen steht uns im Glockenturm aber noch eine weitere wichtige Funktion zur Verfügung. Dort dürfen wir nämlich den Charakter wechseln. Wir marschieren einfach zur ausgestellten Rüstung eines anderen Knights, halten kurz die Taste gedrückt und schon schlüpfen wir in eine andere heldenhafte Haut. Man braucht sich übrigens keine Sorgen machen, dass der neue Charakter unterlevelt ist, sollte man ihn erst nach mehreren Stunden im Spiel zum ersten Mal auswählen. Verdient man mit einem Helden Erfahrungspunkte, verdient man sie für alle Helden. Man kann den soeben ausgewählten Charakter also innerhalb weniger Sekunden am Bat-Computer genau auf das Level des Helden bringen, den man zuvor gespielt und aufgewertet hat. Es lohnt sich auch tatsächlich, die Helden alle mal auszuprobieren, um herauszufinden, welcher für die eigene Spielweise am besten geeignet ist. Alle Gotham Knights haben dabei verschiedene Fähigkeiten. Nightwing ist als ehemaliger Zirkusakrobat natürlich äußerst agil. Er weicht spielend leicht feindlichen Attacken aus, kann aber auch durchaus aus dem Verborgenen agieren. Batgirl hingegen spielt sich ein bisschen mehr wie Batman in den Arkham Games. Sie ist zwar nicht so kräftig wie ihr Mentor, dafür verfügt sie aber über starke Hacking-Fähigkeiten. Als Batgirl können wir also zum Beispiel Terminals manipulieren, dass diese Gegner anlocken und anschließend elektrisieren. Red Hood ist der Hau-drauf-Part der Ritterriege. Das bullige alter Ego von Ex-Robin Jason Todd kann ordentlich Schaden einstecken, ist besonders stark und nutzt Schusswaffen, mit denen man auch manuell Feinde aufs Korn nehmen kann. Dafür ist Red Hood aber eben auch ungefähr so unauffällig wie ein Elefant, der permanent unter einer Neonreklame steht. Für Stealth ist er also eher ungeeignet. Wer lieber still und heimlich vorgeht, sollte deshalb besser auf Robin setzen. Der junge Tim Drake agiert am liebsten aus dem Verborgenen und nutzt seine Gadgets, um Feinde auszuschalten. Im direkten Kampf ist er allerdings auch nicht wehrlos, denn er schlägt mit seinem Bo-Stab zu, der sogar aufgerüstet werden kann, um Gegner zusätzlich zu elektrisieren. Während unserer Zeit mit Gotham Knights spielten wir mit jedem der Helden ein bisschen. Die Zeit reichte natürlich nicht aus, um hier bereits analysieren zu können, wie tiefgründig das Kampfsystem ist, aber soweit wir das nach 2,5 Stunden mit dem Spiel beurteilen können, sind die verschiedenen Kampfstile gut ausbalanciert und auf die Hintergrundgeschichte des jeweiligen Charakters abgestimmt. Dennoch ist es durchaus möglich, jede Spielweise mit jedem Charakter zu verbinden. Stealth ist mit Red Hood schwieriger, aber nicht unmöglich. Und mit Robin kann man nicht nur schleichen, sondern auch ein paar ordentliche Schellen austeilen. Schön ist zudem, dass die Helden sich auch in kleinen Dingen unterscheiden. Während Batgirl mit ihrem Cape, ganz wie Batman, durch die Stadt gleitet, nutzt Red Hood Supersprünge und Robin kann sich über kurze Distanzen teleportieren. Wer auf all das keine Lust hat, kann aber auch fast überall per Knopfdruck das Batcycle rufen und sich damit auch durch Gotham bewegen. Hier sei allerdings gesagt, dass uns das fesch aussehende Motorrad bislang nicht gerade begeistert hat. Es steuert sich etwas träge und allgemein fühlt es sich recht lahm an. Hier darf Warner Brothers Montreal bis zum Release gerne noch an der Geschwindigkeit und dem Fahrgefühl schrauben. Whoever do the math, there's two, you got a female.
Überhaupt sind wir mit der Steuerung in Gotham Knights noch nicht ganz zufrieden. Nicht falsch verstehen, der Titel steuert sich nicht schwammig oder ungenau, aber irgendwie auch nicht so präzise wie die Arkham Games. Klar, Gotham Knights hat an sich nichts mit den Arkham-Spielen zu tun, aber dennoch ist der Vergleich nicht vollkommen ungerechtfertigt. Schließlich ist nicht nur das Setting gleich, sondern auch einige Heldenfähigkeiten. Glitten wir als Batman noch geschmeidig durch die Lüfte? Sahen unsere ersten Gleitversuche als Batgirl in Gotham Knights aus, als hätte die Gute einen Schlaganfall? Die Steuerung erschien uns hier ein wenig zu sensibel. Das ist aber natürlich nichts, was sich bis zum Release nicht mehr ändern lässt. Außerdem hatten wir auch noch ein bisschen Übung den Bogen raus. Ansonsten spielt sich Gotham Knights eben doch ähnlich wie die Arkham Games. Gerade das Stealth-Gameplay könnte glatt aus den Spielen von Rocksteady stammen. Wir spähen die Gegner von Vorsprüngen aus, nutzen verschiedene Gadgets und schleichen uns von hinten an sie heran, um sie anschließend leise oder laut krachend auszuschalten. Im offenen Kampf spielt sich Gotham Knights dann aber doch etwas anders. Im Gegensatz zu den Arkham-Spielen können wir nun nämlich die Intensität unserer Schläge selbst bestimmen. Ein normaler Druck auf die Schlagtaste und es folgt ein normaler Schlag. Halten wir die Taste hingegen gedrückt, haut unser Knight kräftiger zu. Das gleiche gilt auch für die Fernkampftaste. Kurzer Druck, leichter Angriff, längerer Druck, stärkere Attacke. Das ist einfach zu merken und lässt sich natürlich auch zu kleineren Kombos verketten. Einigen Gegnern muss man mit den stärkeren Attacken auch erstmal den Schild wegkloppen oder sie damit benommen machen, um anschließend Angriffe ins Ziel zu bringen. Eine Kontertaste gibt es nicht mehr. Stattdessen weicht man feindlichen Angriffen nun aus. Das Kampfsystem an sich ist recht simpel, aber durchaus spaßig. Die beschriebenen Aktionen bilden allerdings auch eher das Grundgerüst für die Kämpfe. Die verschiedenen Spezialattacken der Helden, die in Verbindung der rechten Schultertaste mit einer Aktionstaste aktiviert werden, machen in großen Prügeleien oder Bosskämpfen den Unterschied aus. Red Hood lädt zum Beispiel einen Superschuss auf. Robin wirbelt mit seinem Bo-Stab herum. Und Batgirl ruft ihre bewaffnete Drohne zur Hilfe. Natürlich gibt es noch allerhand mehr Specials, die auch unterschiedliche Abklingzeiten haben. Die können dann wiederum teilweise im Skilltree verkürzt werden. Die Spezialattacken waren in unserer Anspielsession allesamt hilfreich, schön in Szene gesetzt und passten zum Charakter. Teilweise fehlte uns aber etwas die Kontrolle bei den Angriffen. So flogen Batgirls Batarangs ins Leere oder Robins Bowsturm schlug an einigen Gegnern vorbei, weil er sich recht steif steuerte. Auch hier können die Entwickler gerne nochmal etwas nachbessern bis zum Release. Ansonsten machen die Kämpfe aber wirklich Spaß. Dabei ist es auch egal, ob wir als Batgirl Schellen austeilen, mit Nightwing über die Gegner hopsen, unseren Feinden Robins Bowstab in die Visage drücken oder wir als Red Hood Kopfschüsse verteilen. Die Kloppereien sind flott, sehen cool aus und im Koop-Modus gibt es sogar spektakuläre Team-Moves. Wie bereits erwähnt, lässt sich Gotham Knights sowohl alleine als auch online in Zwei-Spieler-Koop gemeinsam spielen. Dabei gibt es keine speziellen Koop-Missionen, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, auch zu zweit gespielt zu werden. Das äußert sich darin, dass die Levels etwas größere Flächen und eher wenige enge Korridore bieten. Das Balancing scheint ja auch gelungen zu sein. Als wir anfangs solo spielten, hatten wir zu keiner Zeit den Eindruck, die Mission sei doch eher auf mehrere Spieler ausgerichtet. Wir kamen gut klar. Im späteren Koop-Part mit anschließendem Bossfight gegen Harley Quinn hingegen kam uns das Spiel auch nicht zu leicht vor. Die Entwickler sagten uns, dass sie besonders darauf geachtet haben, eine gute automatisierte Anpassung des Balancings im Spiel zu haben. Uns machte es auf jeden Fall bereits jede Menge Freude, Taktiken abzusprechen, Wege festzulegen und gemeinsam zu triumphieren oder zu scheitern. Mit einem Freund an der Seite macht eben alles mehr Spaß und das ist bei Gotham Knights natürlich nicht anders. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen. Der Titel bietet kein Crossplay zwischen den Plattformen. Anscheinend wird es auch später nicht mehr nachgepatcht, denn auf unsere Nachfrage reagierte Game Director Eleanor recht genervt und meinte schmallippig, er könne dazu jetzt nichts sagen. Nun, der Verzicht auf Crossplay ist jedenfalls nicht mehr sonderlich zeitgemäß, aber das trifft ohnehin auf die Technik von Gotham Knights zu. Ist das Action-RPG ein unansehnliches Spiel? Nee, ganz gewiss nicht. Gotham City und auch die Level im Inneren der Gebäude sind sehr atmosphärisch. Vor allem die Lichteffekte sind eine wahre Pracht und erwecken die Spielwelt zum Leben. Es macht wirklich Spaß, sich durch dieses dunkle, dreckige Gotham zu bewegen.
Andererseits ist das Spiel aber auch nicht wirklich taufrisch. Die Charaktermodelle wirken teilweise etwas klobig und undetailliert, zudem erkennt man immer wieder matschige Texturen oder gar hässliche Fake-Spiegelungen in Fenstern. Umso verwunderlicher ist es, dass Gotham Knights am 21. Oktober nur für PC, PS5 und Xbox Series erscheint, denn es wirkt optisch wie einer dieser Titel, der noch zwischen den Generationen hängt. Nicht unansehnlich, sondern sogar äußerst stimmungsvoll, aber eben nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und so mischt sich auch etwas Skepsis in unsere Anspieleindrücke. Wir hatten wirklich großen Spaß, durch das atmosphärische Gotham zu streifen, Gangster zu verkloppen, kleinere Rätsel zu lösen und der wirklich interessanten Geschichte zu folgen. Aufgrund der Technik und der Steuerung sehen wir hier jedoch keinen Top-Blockbuster. Basierend auf unseren 2,5 Stunden mit dem Titel lautet unsere Einschätzung: Gotham Knights wird ein echt gutes Spiel, das DC-Fans viel Fanservice bieten wird. Aber auf das gleiche qualitative Level wie die Arkham-Spiele von Rocksteady wird es nicht kommen. Wir lassen uns mit der Testversion aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Was haltet ihr von Gotham Knights? Freut ihr euch auf das Heldenquartett oder würdet ihr lieber erneut als Batman gegen die Unterwelt kämpfen? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Weitere News, Previews, Tests, Specials und unseren neuen Podcast findet ihr wie gewohnt auf pcgames.de. Let's see if you'll break too. Get the safety.